Andrea Hofstetter, der erste Teil der Weltmeisterschaften ist vorbei. Wie ist die Stimmung im Team nach diesen drei ersten Siegen? Ja, ich glaube, wir sind immer noch hungrig, aber mal sehr zufrieden sind wir mit unserer Leistung. Auch, dass wir so viel Goal haben können machen und dass es so gut gelaufen ist. Also, ja, es ist eine total gute Stimmung. Heute Abend spielt ihr gegen Lettland im Viertelfinal. Was macht ihr zur Vorbereitung, dass wir wirklich bereit sind? Also, zuerst erholen wir uns jetzt noch, dann essen wir mal gutes Mittag, dann klopfen wir vielleicht noch nass und dann sind die Gedanken wieder voll beim Spiel. Dann kommt die Matchtheorie, wo wir uns wirklich dann voll auf das Spiel einstimmen. Schaut ihr als Team auch schon weiter aufs Wochenende gegen allfällige Halbfinale gegen Schweden? Ja, das ist schon der ganze Weg eigentlich immer ein bisschen der Fall. Nur heute zählt wirklich nur das Spiel am Abend und die Schweden kommen dann noch genug früh. Ein paar Worte zu den Schweizer Fans. Unglaublich, eine riesige Stimmung in der Halle. Wir sind mega froh um die viele Unterstützung. Und darum finde ich auch, bitte kommen wir heute Abend auch wieder in die Halle. Unterstützt uns weiterhin so gut, es ist wieder der sechste Spieler auf dem Platz. Danke vielmals und alles Gute für heute Abend und den Weiterverlauf.